Er ist gar nicht fett überlappt. Nur ganz, ganz. Und die schaffen es, den dritten den Ball reinzukriegen. Ich glaube, erst hält er noch, dann den Pfosten und der dritte Versuch war dann drin. Ja, das finde ich gut. Den will ich jetzt langsam. Ja! Das hätte ich gerne 400 Mal hintereinander, bitte. Nee, da war keine Ahnung, der wiegt schon da vorher. Ah, die kannst du. Komm, nochmal! Ah, Ecke! Ja, 2-0. Ja, cool, ey. Versuch doch einfach mal. Das ist ja gleich Feierabend. Wie lange dauert das jetzt? Ja, komm! Ja? Hab ich noch nie gemacht. Hey, reif hier. Du hast ihn gemacht, Seitz. Ja! Komm, Budi, jetzt! Hey! 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 Ja, heute würde ich sagen, alles in allem eine unheimlich erwachsene Leistung gegen eins der Top-Teams aus der Liga und vor allen Dingen auch mit einem riesen Laufrating nach hierhin gekommen.
sehr wenig bis gar nichts zugelassen. Selber noch 5, 6 hundertprozentige, die wir irgendwo nutzen können. Kam dann noch irgendwo Hektik rein. Ja, Elfmeter, ja, nein. Ja, man hat einfach gesehen, dass wir auch um Platz 3 alles geben, nicht zurückstecken, fighten, wie die Jungs wieder füreinander gearbeitet haben, auch für so ein Ziel, für so eine Platzierung letztendlich. Auch ein Schritt irgendwo zu diesem erwachsenen Spiel, Ziel zu verfolgen, die Punkte auf Ergebnis zu spielen. Ja, macht momentan einfach Riesenfreude da, die Mannschaft zu begleiten. Haben jetzt natürlich Ismael, der Zwicken im Oberschenkel hat, in so einer englischen Woche auch nicht schön, weil wir eh nur 13 Feldspieler zur Verfügung hatten, den Marius Delker und den Peter Meyer die zweite dann noch abgegeben haben, um da zumindest zu unterstützen. 2-1 stand es gerade für die zweite, wäre natürlich ein riesen Sonntag, dass man den 1. Mai auch ein bisschen genießen kann. Ich hoffe, ist dabei geblieben, dann kann ich mich auch nur bei Niko Glutschew bei der U19 bedanken, die da eingesprungen sind, wieder mitgemacht haben. Wir haben uns unterhalten, ausgetauscht. Ja, ich denke, so sieht Vereinsarbeit unter den Mannschaften aus, unter den Trainern aus. Ja, und jetzt fällt auch wieder ein bisschen Last von einem, die Ruhe kehrt zurück und genießen dann morgen den Feiertag. Euch allen auch. Ciao.